Also ich finde, wir haben in erster Halbzeit ein überragendes Spiel gemacht, die ersten 15 Minuten. Gehen auch mit 1-0 in Führung. Macht da einen Fehler, kriegen das 1-1. Zum Glück mache ich dann noch das 2-1 vor der Pause. Und alles in allem war das ein sehr gutes Spiel von uns. Also ich denke, dass wir heute verdient verloren haben. Und in allen Belangen war Dynamo heute besser. Sie waren spritziger, sie waren direkt da. Und wir sind eigentlich nur hinterhergelaufen heute. Und haben gar keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Ich denke, das 1-0 hat so ein bisschen für Dynamo das Spiel geöffnet. Und nach dem 1-1 dachte ich, würde es wieder vorwärts gehen. Aber ja, danach haben wir wieder ein Tor kassiert, weshalb dann so ein bisschen so ein Knick im Spiel war. Und das 3-1 war dann im Endeffekt, würde ich sagen, einfach ein Konter, den Dynamo sehr gut ausgespielt hat. Und Glückwunsch an Dynamo. Wir haben heute verdient verloren und wir müssen jetzt weitermachen am Donnerstag gegen Union und weiter geht's. Also klar war es heute ein Derby und ein Derby ist immer ein wichtiges Spiel und klar freuen wir uns, dass wir gewonnen haben, aber wir müssen nächste Woche weiter anknüpfen und denke, dass wir so den Klassenerhalt noch schaffen können.